Überprüfe, ob es sich um binomische Formeln handelt. Wenn ja, berechne mit den binomischen Formeln. Ansonsten multipliziere wie gewohnt. Wir haben die Aufgabe A hier und müssen erstmal gucken, ob es sich überhaupt um eine binomische Formel handelt. Erst einmal, gibt es ein Malzeichen hier zwischen den Klammern? Ja, das ist das erste, gibt es. Dann sind die Zahlen hier gleich. Hier eine 9, hier eine 10. Na, da ist schon der Fehler sozusagen. Ist also keine binomische Formel. Die 3 wäre hier gleich gewesen wie hier, aber auch die 9 und die 10, die hätten gleich sein müssen, sind sie aber nicht. Und deswegen keine binomische Formel. Somit 9 mal 10. Müssen wir jetzt also ganz normal ausmultiplizieren. Und dann siehst du auch schon, wie viel Arbeit das ist, im Gegensatz zu dem Anwenden einer binomischen Formel. 9 mal 10, dann 9 mal minus 3 ist also minus 9 mal 3, ich hätte es jetzt auch direkt machen können, aber minus 9 mal 3. Minus 3 mal 10 sind minus 3 mal 10. Und minus 3 mal minus 3 sind plus 3 mal 3. So, ich habe jetzt also sozusagen die Vorzeichen jetzt hier wenigstens schon mal angepasst. Und jetzt rechne ich das hier noch zusammen. 9 mal 10, das sind 90. Minus 9 mal 3 sind 27, also 90 minus 27. Und dann noch minus 3 mal 10 sind minus 30. Und noch am Ende plus 9. Sollte man also insgesamt auf 42 kommen. So, ist also gleich 42. Und nee, wir konnten also hier keine binomische Formel anwenden, um sozusagen die Frage dieser Aufgabe da auch nochmal zu beantworten. Gut, kommen wir zur Aufgabe B. Bei der Aufgabe B, auch hier wieder die Probe. Hier ist ein Malzeichen zwischen den Klammern, ist also schon mal gut. Dann haben wir hier eine 17 und da eine 17 und hier eine 8 und da eine 8. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine binomische Formel, aber welche? Dadurch, dass jetzt hier ein Minus steht und hier ein Plus, ist es diese Mischform und dann ist es immer die dritte binomische Formel. Wenn jetzt hier Minus und Minus stehen würde, dann wäre es die zweite. Wenn hier ein Plus und Plus stehen würde, wäre es die erste. So ist diese Mischform und deswegen ist es die dritte binomische Formel. Ich kürze das jetzt hier mal ab. Dritte binomische Formel. Und die gilt eben a minus b mal a plus b. Und das jeweils in Klammern multipliziert ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Ganz einfach also. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist unser a? Unser a ist jetzt die 17, die als erstes in einer Klammer hier auftaucht. Und die 8, das ist unser b. B ist gleich 8. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Wir müssen das jetzt dann hier sozusagen noch einsetzen. Wir haben jetzt hier, ich mache hier mal die Gleichzeichen da hinten hin. Wir wollen es ja gleich hier in das einsetzen, was es ist, die Formel. A Quadrat ist also 17 zum Quadrat minus b zum Quadrat, also 8 zum Quadrat. So. Ja, ich musste wieder schriftlich rechnen. 17 mal 17 im Kopf, das geht nicht so gut. Ich kann es ja mal in den Taschenrechner eintippen. 289. Und 8 zum Quadrat, das geht. 8 mal 8 sind 64. Sind also insgesamt 225. So. Dann haben wir noch eine weitere Aufgabe. Nehme ich mal blau dafür. C. C, hier wieder die Probe. Erstmal machen, ist es eine binomische Formel. Das Malzeichen ist da. Die 21 ist da. Genau wie hier. Die 13 hier. Die 13 hier. Passt also. Und jetzt gucken, welches ist. Hier hat man ein Minus in der einen Klammer. Und ein Minus in der anderen Klammer, also Minus und Minus, ist also die zweite binomische Formel. Und das ist jetzt ja nur gerecht. Jetzt haben wir sozusagen hier nochmal die dritte binomische Formel, die zweite. In dem Wissensvideo hatten wir die erste, also ist jetzt alles nochmal sozusagen vertreten. Die zweite binomische Formel in diesem Fall soll jetzt hier kein Z sein, sondern eine 2 eigentlich. Na gut, du hast es jetzt ja auch nochmal gehört. Die zweite binomische Formel ergibt sich immer durch sozusagen die Minusverknüpfung innerhalb der Klammer. A minus B mal A minus B, das ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Sieht also genauso aus wie die erste binomische Formel, nur dass zwischen dem A Quadrat und dem 2AB ein Minus steht und kein Plus. So, jetzt müssen wir wieder festlegen, was ist A, was ist B. A sei jetzt mal unsere 21 da oben und das B sei die 13. Mal so wie in der Reihenfolge, wie es jetzt hier auftaucht. Dann hat man hier, wenn man jetzt hier einsetzt, a Quadrat sind also 21 zum Quadrat minus 2 mal 21 mal 13 plus b zum Quadrat sind also 13 zum Quadrat.
Insgesamt müsste da rauskommen, wenn du das jetzt ausrechnest, kannst du einfach mal machen, Video anhalten und mal schriftlich rechnen und ja, die Zahlen so ein bisschen hin und her schieben, dann müsstest du auf 64 kommen. Und dann noch plus 3 hoch 2 sind 9, also insgesamt 900 minus 180 plus 9 sind also 800, 720, 729. Das Ergebnis. Ich weiß nicht, es ist Geschmackssache. Ich mache das mit meinen Schülern auch immer und manche sagen...